Moin Moin Leute, da bin ich mal wieder und ja, heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich meinen Spirituskocher baue. Auf die Idee gekommen bin ich, weil ich so ein bisschen jetzt Survival machen möchte oder Trekkingtouren, besser gesagt, nicht direkt Survival, sondern auch fürs Angeln, dass man da so einen Spirituskocher sich kostenlos herstellen kann. Und ja, was heißt kostenlos? Kostengünstig, sage ich mal, sich herstellen kann. Auf die Idee kommt bei von Survival Deutschland, also Groß Stefan. Deine Idee, die du da hast, die finde ich ganz gut, Leuten zu helfen, die sich so eine Ausrüstung gerne zulegen möchten und aber kein Geld haben. Und auf die Idee kommt bei das Video zu machen, weil du ja mal auch ein Video gebracht hast, man braucht kein Geld, wenn man Survival anfängt. Und darauf baue ich jetzt mal auf und möchte eigentlich mal auch mal ein Video machen. Davon gibt es schon tausende, wie man aus einer ganz normalen Büchse einen schönen Spirituskocher macht. Wie ich das vorbereitet habe, das zeige ich euch jetzt. Das steht nämlich hier auf meinem Tisch. Ja, was wir hier sehen, ist eine handelsübliche, normale Büchse. Und ich habe hier mal ein Klebeband rum gemacht auf eine Höhe von 4,5 cm von dieser Kante hier unten aus. Kann man das sehen hier? Ja, so. Hier von dieser Kante hier unten. Hier hat man ja die Wulst. Und auch von dieser Kante habe ich 4,5 cm hoch gemessen. Das wäre dann hier. Da werde ich die Büchse das erste Mal trennen. Und dann werde ich das andere Gegenstück dann mal gegenhalten, um das dann direkt abzumessen, damit der Rand hier unten auch abschließt. Man kann das jetzt natürlich mit einer Schere machen oder mit einem Messer. Ich mache das jetzt mit meinen Dremeln, da das ein bisschen laut ist, werde ich dann erstmal kurz ausmachen. So, nachdem ich jetzt die Büchse getrennt habe, nehme ich den Unterteil und halte den an der Kante hier oben, hier, kann man das besser sehen, hier an der Kante ran, ungefähr so, und werde jetzt hier unten meinen Strich machen, hier wo mein Daumen jetzt ist. Können wir mal einen Strich jetzt hier hin machen. So. Das wären jetzt, Moment, von der Kante nach da oben 4,7 cm und schneide das praktisch auch noch mal ab. Und wenn ich das abgeschnitten habe, werde ich dann noch mal dazu schalten, dazu schneiden, dazu schalten, und dann werde ich den weiteren Werdegang zeigen, wie ich dann weiter vorgehe. Nun habe ich das auch abgetrennt und sieht auch passig aus. Jetzt nehme ich meine zwei Finger, also vorher mein Taschenmesser, nehme zwei Finger und genau zwischen die beiden Finger mache ich jetzt Kerben rein. Es kann ruhig über den Rand ein bisschen drüber gehen. Und gleich neben dem, wo der erste Schnitt ist, also hier, da legt man den Finger wieder an und macht die nächste Kerbe rein. Und das geht einfach mal ringsherum. So sieht das aus, eine gewählte Form, und da wir ja hier oben was draufstellen wollen, müssen wir hier jetzt ein kleines Loch machen. Das machen wir einfach mit dem Messer. Hoppala, das ist schon fast so. Einfach mal kurz reingestochen, kann man das jetzt sehen? Ja, da. Kurz reingestochen, jetzt passen wir das ein. Zack und fertig. Wunderbar. Der Kocher ist fertig. Und ich sehe gerade, hier können wir noch ruhig ein bisschen weiter einkerben hier oben, damit denn die Gase besser rauskommen. Das machen wir jetzt nochmal. Wunderbar. So soll das aussehen, dass hier ringsherum die Kerben zu sehen sind. Kann man schön sehen. Und wie der jetzt im Praxistest aussieht, zeige ich euch jetzt.
Ui. Jetzt ist mein Feuerzeug auf hier. So, jetzt sollte es nicht lange dauern. Da sieht man schon, wie es rumkommt. Und jetzt kann man hier zum Beispiel einen Deckel drauf machen. Und es funktioniert. Könnte jetzt eine Tasse sein oder ja, irgendwas anderes. Ein Topf oder sowas. So. Und wie gesagt, funktioniert. Einmal freistöbern. Wie gesagt, ich habe es ein bisschen abgewandelt, aber es ist das, was im Grunde genommen dasselbe ist, was du auch gebaut hast. Für ein paar Cent. Also sprich den Pfandwert eigentlich. Ja, ich lasse das jetzt nochmal runterbrennen. Ich möchte mich nochmal bei dir bedanken, Stefan. Und alle anderen könnt ihr mal bei Stefan auf dem Kanal gucken, und zwar bei Survival Deutschland. Ich sage schon mal Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.